Herzlich willkommen beim Schlagabtausch-Ticker, eurer zentralen Quelle für Neuigkeiten aus der Welt des Schlagzeug und der Percussion. Heute servieren wir euch ein Event aus der Welt der Percussion, jazzige Musik, ein Gewinnspiel, was Flauschiges für euer Drumset und eine Rockbiografie. Legen wir los! Veranstaltungen. Das 16. Austrian Percussion Camp steht in der Woche vom 18. bis 24. August in der Karinthischen Musikakademie Stift Ostjach vor der Tür und bietet euch die Gelegenheit, tief in die Welt der Percussion einzutauchen. Egal ob Anfänger, Anfängerin, Fortgeschrittene, Fortgeschrittener oder Profi, hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Teilnahmebedingungen sind einfach, man meldet sich für die gesamte Dauer an, genießt die Vollpension und das wunderschöne Österreich und schon ist man mit dabei. Das Camp ist für alle von 10 bis 99 Jahren geeignet, wo ich davon ausgehe, dass auch 100-Jährige bestimmt noch aufgenommen werden. Die Kursgebühr beträgt 600 Euro. Für die Unterkunft gibt es verschiedene Optionen von 3- und 4-Bettzimmer über Doppelzimmer bis hin zu Einzelzimmern. Es erwartet euch ein reichhaltiges Programm, das von renommierten Dozenten und Dozentinnen geleitet wird. Erlebt Latin Percussion mit Ismail Barrios, entdeckt die Kunst der Body Percussion mit Johannes Bohun oder lasst euch von der Handpan-Spielkunst von Peter Gabis beeindrucken. Weitere Highlights sind Brazilian Percussion mit Luis Oliveira, Drumline Workshops mit einem Bekannten vom Schlagabtausch, Creamwitz-Kopf Tim Pieper und vieles mehr. Für die Freizeit ist ebenfalls bestens gesorgt. Pädagogisch ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche bei Aktivitäten in guten Händen sind. Zudem gibt es abends Jam-Sessions, bei denen ihr gefragt seid. Ein besonderes Highlight ist außerdem die Night of Percussion, zu der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freien Eintritt haben. Hier könnt ihr die Dozentinnen und Dozenten live auf der Bühne erleben und den Start in eine Woche voller Musik und Rhythmus feiern. Das Austrian Percussion Camp ist definitiv eine Reise wert. Der Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Firmen-News. Der deutsche Vertrieb Musik Wein hat die neuen Musikerteppiche von Drum & Bass präsentiert. Diese praktischen und stylischen Teppiche machen das Spielen auf der Bühne und im Proberaum angenehmer, hübscher und komfortabler. Die Drum & Bass Club Series bietet euch mit den Vintage Persian Modellen in der Größe 1,63 x 1,42 m eine gute Lösung, um euer Drumset oder euer Equipment im Allgemeinen sicher an Ort und Stelle zu halten und Vibrationen dabei sogar zu reduzieren. Besonders ins Auge sticht das Jazz Night Modell, das eine Hommage ans legendäre Birdland in New York darstellt. Diese Teppiche sind nicht nur für Drummer und Perkussionistinnen und Perkussionisten, auch eure Musikerkolleginnen und Kollegen können sich darauf wohlfühlen. Sie schaffen eine stabile und heimische Atmosphäre im Proberaum und auf der Bühne, egal wo ihr spielt. Falls man etwas Kompakteres sucht, sind die Drum Bass Pedal and Amp Series vielleicht das Richtige. Diese kleinen Vintage-Purse-Modelle in der Größe 80 x 60 cm bieten Anti-Rutsch- und Anti-Vibrationseigenschaften. Sie sind eine gute Wahl für Gitarristinnen und Gitarristen, Bassistinnen und Bassisten, die ihre Pedale und Pedalboards sicher und stabil halten möchten. Diese Teppiche reduzieren nicht nur unerwünschte Schallreflexionen auf harten Bühnen oder Studioböden, sondern verhindern auch störende Hallvibrationen und sorgen für eine bessere Klangkontrolle. Vielleicht sind die Drum-Bass-Teppiche sogar was fürs heimische Wohnzimmer. Mit den Drum-Bass-Musikerteppichen wird euer Setup nicht nur funktional, sondern auch optisch aufgewertet. Egal, ob ihr im Proberaum, im Studio oder auf der Bühne seid. Schaut euch die neuen Drum-Bass-Musikerteppiche mal an. Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Nun habe ich für euch wieder eine jazzige Neuerscheinung, die eure Ohren verwöhnen wird. Speak Your Truth, die neue CD von Carolina Strassmeier, Troy Montlake und David Friedman. Kurz mal was zu den Protagonisten. Carolina Strassmeier entdeckte durch eine zufällig erhaltene Kassette die Musik von Miles Davis und damit ihre Liebe zum Jazz. Sie verkaufte ihr Moped, kaufte ein Saxophon und begann ihren Weg als Musikerin. Nach intensiven Studien in Graz und New York, wo sie mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern auftrat, wurde sie die erste Frau in der weltweit bekannten WDR Big Band aus Köln und gründete außerdem das Quartett Claro mit ihrem Mann Troy Montlake, um ihre eigene musikalische Stimme zu finden und weiterzuentwickeln. Troy Montlakes feine, subtile und interaktive Herangehensweise hat ihm die Möglichkeit gegeben, mit vielen kreativen Musikerinnen und Musikern in verschiedenen musikalischen Kontexten aufzutreten und hat sowohl in den USA als auch in Deutschland mit zahlreichen Jazzgrößen wie Frank Foster, Joe Williams, Lee Konigs und Barbara Dennerlein zusammengearbeitet. Auf Speak Your Truth
wagen sich die beiden in völlig improvisierte Klangwelten vor, die gleichzeitig eine Weiterentwicklung und einen Bruch mit ihren bisherigen Arbeiten darstellen. Begleitet werden sie von niemand geringem als dem Vibraphonisten David Friedman. David Friedman gilt als einer der einflussreichsten Vibraphonisten in der Geschichte des Instruments. International bekannt als Vibraphonist, Marimbaphonist, Komponist und Jazzpädagoge, hat er mit Musikgrößen wie Leonard Bernstein, Bobby McFerrin und Wayne Shorter zusammengearbeitet und eine beeindruckende, vielfältige Aufführungs- und Aufnahmeerfahrung gesammelt. Als Gründer des Jazzprogramms an der Universität der Künste in Berlin und Autor des Standardwerks Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling, hat er auch einen bedeutenden Beitrag zur musikalischen Bildung geleistet. Ihr Trio-Album Speak Your Truth ist ein kreatives Werk aus Spontanität, Virtuosität und Freundschaft. Es profitiert immens von der gemeinsamen künstlerischen Vision der Mitglieder. Es ist zugleich zugänglich und angenehm. Gebt dem Album eine Chance und lasst euch Speak Your Truth nicht entgehen. Den Link dazu und zu einigen anderen Videos findet ihr in den Shownotes. Buch Neuerscheinungen. Hudson Music, ein Verlag, der sehr umtriebig ist und ja, fast wöchentlich Neuerscheinungen hervorbringt, hat ein neues E-Book bereitgestellt, das besonders die Rockfans unter euch interessieren dürfte. Danny Serafine, Mitbegründer und langjähriger Schlagzeuger der legendären Band Chicago, nimmt uns in der exklusiven digitalen Wiederveröffentlichung mit auf eine Reise durch die Geschichte einer der erfolgreichsten und langlebigsten Rockbands aller Zeiten. In seinen unverblümten Memoiren Street Player – My Chicago Story, welche bereits 2010 in Buchform veröffentlicht wurde, teilt Serafine auf 307 Seiten seine dramatischen und nicht selten auch erschreckenden Erlebnisse als Gründungsmitglied der Band Chicago. Die Band, bekannt für ihre einzigartige Mischung aus souligen Rockklängen und jazzigen Blazer-Arrangements, begeistert seit über 40 Jahren Musikfans weltweit. Serafine gibt Einblicke hinter die Kulissen, von den Anfängen der Band als Hausband im legendären Whiskey A Go Go in Los Angeles, wo sie von Ikonen wie Janis Joplin und Jimi Hendrix entdeckt wurden, bis hin zu den vielen Comebacks und Neuanfängen. Das Buch enthält packende Geschichten und seltene Fotografien aus Serafines Zeit auf Tournee, unter anderem mit Dennis und Carl Wilson von den Beach Boys, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Bruce Springsteen. Außerdem räumt Serafine mit vielen Gerüchten auf, die Chicago umgeben, einschließlich Mafia-Verbindungen, Skandalum-Abrechnungen und Payola sowie Drogenmissbrauch. Er beleuchtet auch die mysteriösen Umstände seiner Ausschließung aus der Band im Jahr 1990 und seinen erfolgreichen Neuanfang mit seiner neuen Band California Transit Authority. Egal, ob ihr Chicago-Fan seid oder einfach nur eine gut erzählte Rock-Biografie lesen wollt, Street Player wird euch bestimmt gut unterhalten. Das E-Book kostet bei Hudson knappe 15 US-Dollar. Bei dem heutigen Kurs liegt ihr damit unter 15 Euro. Alle wichtigen Links zum Buch findet ihr wie üblich in den Shorts. Gerne erinnere ich euch nochmal an unser Gewinnspiel. Der Arma Verlag verlost zwei Bücher Swag Drumming unseres Freundes Jan Stix Pfennig. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist drei Fragen richtig zu beantworten. Wenn ihr Jans Interview im Schlagabtausch Episode 91 aufmerksam verfolgt habt, dann sollten diese Fragen kein Problem für euch darstellen. Ansonsten gerne nochmal reinhören. Hier nun die Fragen. Erste Frage: In welchem Jahr ist Jan nach Berlin gezogen? Zweite Frage: Wie hat Sido Jan zuerst genannt, bevor er ihn Stix umtaufte? Und dritte Frage: Wie heißt Jans aktuelles Soloprojekt? Wenn ihr die Antworten kennt, dann schreibt eine E-Mail mit den richtigen Antworten bis zum 19. August 2024 an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Der Link ist natürlich in den Shownotes zu finden. Denkt daran, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Unter allen richtigen Einsendungen wird fair verlost. Danke nochmal an den Arma Verlag und euch viel Glück. Das war's auch schon für diesen Schlagabtausch-Ticker. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 94 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Unser Gast in der 94. Ausgabe wird der großartige Percussionist Stefan Maas sein. Stefans musikalische Bandbreite umfasst Produktionen mit Colin Towns, der NDR Big Band, Austropop mit Austria 3, Reinhard Fendrich sowie Electronic Acts wie Kruder und Dorfmeister und ganz aktuell mit Michael Threef. Als Produzent sowie als Dozent am Jazz Department der Anton Bruckner Privatuniversität ist er ein sehr umtriebiger Zeitgenosse.
Freut euch also auf Stefan Maas. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Alle Links zum Podcast sowie zu Dirk Brandt und mir findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund und munter und denkt daran, immer schön in Gruß.